meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar, ich mache heute ein Schminke, wie ihr seht. Seht ihr wieder die nackte Tatsache bei mir? Und ja, ich fange an, ich mache ein Full Face. Ich fange mal an heute mit dem Primer Hydro. H2O Hydrate Primer von Revolution, den habe ich noch nicht verwendet, der war im Adventskalender von Revolution drin. Den habe ich gar noch nicht benutzt, werde ich benutzen. Und dann die Alverde Naturkosmetik CC Color Correcting mit Lichtschutzfaktor 6. Ja, ist perfekter Dör, vegan. Ich habe jetzt soweit alles da und ich tue natürlich mit Reden mein Gesicht, wie immer, mit diesem Spray. Pflege habe ich schon drauf heute und alles, ja. So, dann drücke ich das so ein mit dem Schwämmchen. So. Na, ich habe alles schon drauf an Pflege und Lichtschutzfaktor. Habe ich schon drauf, sogar ein 50er, aber ja. Egal, es kann nie schaden, ne? Lichtschutzfaktor, dass man drauf macht. Ja, dann verwende ich den Primer hier von Revolution. Das ist ein Hydrating Primer. Ja, das ist so ein durchsichtiges Gel. So schaut der aus. Ja. Oh, der riecht gut. So. Und die kleine Menge reicht, ne? Ja. Der riecht gut, frisch und ja. Und das ist nicht mein Parfum, wo ich drauf habe. Ja, nee, riecht wirklich gut. Oh. Naja, hydriert, ja, ich habe das Gefühl, es hydriert. Ich habe ja sowieso, ich mache ja sowieso immer Hydrating mit meinen Dings, ja. So, Augenpflege, alles habe ich ja heute schon drauf, ja. So, ja. Ja, und dann fangen wir an mit der Foundation. Foundation. So, machen wir nicht viel. Tue ich mir mit den Händen verteilen. Kommt aber drauf an, ich glaube. Dass ich noch nachnehmen muss, aber ich tue immer erstmal weniger. Denn weniger ist manchmal mehr, ne? Ja. Es soll ja die Haut noch durchscheinen und nicht, ja, ne. Die Haut soll durchscheinen halt, ne? So. Doch ein bisschen. Oder lasse ich das? Hat schon schönen Glanz. Da oben. Naja. Ich arbeite jetzt mal mit dem Schwämmchen ein. So. Das mit Schwämmchen habe ich eingearbeitet. Ich habe nichts mehr nachgenommen. Das reicht vollkommen, was da drauf ist jetzt. Und ja.
habe es jetzt eingearbeitet, muss sagen, ja. Hat sich auch mit dem Primer gut verhalten, also hat es nicht hin und her geschwommen und so, ne? Was ja auch immer sehr, sehr wichtig ist. Ja, dann, ja, genau. Mit meinem Concealer. Ne, ich mache erstmal die Eyeshadow Base, dann habe ich die von Kryolan, die Eyeshadow Base wieder, ja. So schaut die aus. Bei Eyeshadow Base ist sehr wichtig. Erstens kommen die Lidschatten sehr gut raus, intensiver von den Farben her. Und ja, die halten auch länger. Ne? Also ja, ich habe mir das so angewöhnt, seitdem es Eyeshadow Base gibt. Nee. Nicht seitdem es gibt. Ich habe erst viel später angefangen. Ich weiß gar nicht, wie ich mit YouTube angefangen habe. Da habe ich mit Eyeshadow Base, haben wir gedacht, okay. Ja, die meisten haben dann vorgestellt, wo ich mit YouTube geschaut habe, erstmal. Die haben dann mit die von Urban Decay, die Primer Potion und so. Ja, das konnte ich und wollte ich mir auch gar nicht leisten, also von daher, ja. Ich hoffe, ja, man kann mich hören, ne? So ein bisschen in Concealer. Mit dem Finger lässt sich das immer sehr gut. Ach ja, ich habe von Evelyn habe ich da Magical Perfection Concealer. Der ist es. Er ist sehr gut, muss ich schon sagen. Also ich habe selten so einen guten und auch also vom Preis her gar nicht teuer. Ist eher die günstigere Variante, ne? Und ja. Kann ihn auch sparsam verwenden, ne? Man muss gar nicht viel auftragen. Weniger ist manchmal mehr bei Concealer, ne? Überhaupt bei uns älteren Häutchen, aber einen Schluck brauche ich nur. Ein bisschen noch. Ein ganz kleines bisschen könnte ich noch gebrauchen. Ja. So, dann arbeite ich hier selber ein bisschen mit den Schwämmchen bisschen ein, dass sich nichts absetzt, ne? Ja. So, ja, passt. Zum Setten nehme ich ein loses Puder heute von Michaela Konrads. Das ist das Zauberpuder. Das ist das allerliebste Puder überhaupt, ne? Und ja, und da mache ich ein bisschen im Deckel rein. Gar nicht viel. Ein bisschen und damit mache ich mit meinem feuchten Schwämmchen, nehme ich das jetzt auf, vollständig und schaue nach oben und drücke mir das ein. So, dann ist es gesättet und
Ja, da auch noch ein bisschen setzen, ne? Ja. Gut. Ja, man braucht gar nicht viel, ne? Und dann zieht es nämlich mit dem feuchten Schwämmchen die losen Puder. Unterm Auge sind die sehr, sehr gut. Das heißt, sieht halt überhaupt nicht cakey aus, ne? Und ja, und trotzdem ist es gesättet und ja. Ihr könnt auch mit so einem Tool natürlich Puder aufnehmen, ne? Ganz klar, und unterm Auge hier setzen, ne? Da ist sogar noch ein bisschen was drauf, ne? Kann man auch machen. Na, so. Ja, das hätten wir. So, dann machen wir einen Augenbrauenstift. Ist schon trendet ab, ne, glaube ich. Ja. Geht nicht so viel ab. Naja, egal. Ja, das reicht, würde ich sagen. Ganz genau. So. Das hätten wir. Dann mache ich mal, bevor ich weitermache. Ich habe da von Maybelline einen Gel-Eyeliner. Ja. Und der ist, geht schon zur Neige, ist immer eingetrocknet und ich habe ihn wieder aktiviert und zwar mit Öl. Habe ich einen Tropfen von meinem Gesichtsöl mit rein, gar nicht viel und dann mit einem Zahnstocher, ja. Und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei, durcheinander gemischt, ne? Ja. Und hält, wenn der angetrocknet ist, so wischt nichts mehr, ne? Hält auch an der Wasserlinie. Darum mache ich halt Gel-Eyeliner auch sehr gerne für die Wasserlinie, ne? Ja. Sowieso nicht mehr allzu viel drin, aber die von Maybelline ist, das sind halt teuer, ne, diese Gel-Eyeliner und ja, jetzt habe ich wieder das Problem, dass, ja. So. Irgendwie passt es jetzt da nicht. Ich habe das letzte Mal auch den Gel-Eyeliner verwendet. Ne? Ja. Irgendwas. Ja. Naja, das machen wir dann wieder.
Habe ich euch, glaube ich, schon das letzte Mal gezeigt oder gesagt, ne? Mit dem Eyeliner da. Kommt mir bekannt vor. Ja, okay. Ja, für einen Bronzer, Blush und Highlighter habe ich heute von Physicians Formula diese Palette hier. Und die werde ich heute verwenden. Da haben wir den Murumuru Butter Bronzer, den Blush, das Blush und Highlighter. Ja, und ja, für den Bronzer werde ich ich liebe halt das physischen Formula, diese Sachen, ja. Auch vom Geruch, ne, die haben so einen guten Geruch nach Kokos und ja. Ich mag das sehr. So, das ist ein bisschen in die Haare auch rein, ne? Ja. Und schon ist das Gesicht ein bisschen aufgewärmt, ja. So, dann nehme ich meinen Blush-Pinsel, das ist einer von Leni Brush, ja. Okay. Ich habe so ein bisschen reingestupst, gestupst. Und ist sehr gut pigmentiert, dieses Blush, ja. Einmal reinstupsen und schon reicht es. Oh. Und den letzten Rest über die Nase drüber. Ja. Ja. Puh. Ich habe mir heute wieder oberblascht, ja, natürlich. Oh mein Gott. Es war ein bisschen zu viel. Ja. Das nehme ich ab mit dem sauberen Kosmetiktuch, ne? So, bisschen abschwächen, das Ganze, ne, immer schon, ja, mal jetzt auf das Kosmetiktuch schon ein bisschen mehr runtergebracht. Ja, das bin halt ich, ja, und ich habe sogar noch einen Stinktierpinsel da, den hätte ich nehmen können, aber nein, habe ich nicht. So, jetzt kommt der Highlighter, der ist ja so, so schön. Seht ihr? Boah. Ne? Wow. Brauchen wir auch nicht viel, ne? Ja. Boah. Ich liebe das. Ne? Selbst die Kamera einfängt. Schön ist der. Ne? Sieht man jetzt gar nicht da drauf, aber ja, ich hab's, ich hab was drauf. Ich will bloß nicht allzu viel drauf tun, ne? Ja, oh ja. Seht ihr? Ne? Ich hoffe, ihr könnt sehen, die Seite. Die Seite, ja, es reicht. Es reicht vollkommen. So, ja. Das hätten wir und dann setzen wir das Ganze
mit so einem, ja, das Spray habe ich abgefüllt von. Da waren so Amethyststeine, jetzt hat es im Originalspray, hat es nicht viel, hat es nicht mehr gesprüht, weil sich da die Steinchen irgendwie, jetzt habe ich das hier umgefüllt in das so kleines, jetzt geht es fast leer, aber es nehme ich auch ab und zu mal gerne. Ja. So. Es duftet auch gut frisch. So, ja. Dann die Basis steht. Würde ich sagen. Dann fangen wir an mit den Augen. Und zwar möchte ich euch diese von Rival Loves Me Smoky Shadows Eyeshadow Palette möchte ich heute nehmen. Ja. So. Ja, und das sind diese wunderschönen Farben hier. Und da mache ich was draus heute, ne? Ja, bleiben wir mal im blauen Bereich, würde ich sagen. Grau. Ne, zuallererst nehme ich mal so grau da oben, nehme ich den Millennial. Und werde so nur eine kleine Basis schaffen. Ne? Ja. Das sieht man jetzt noch nicht viel von der Farbe, muss auch gar noch nicht sein, ne? Mit ein bisschen. So. Ja. Dann, was nehme ich dann für eine Farbe? Dann nehme ich mal, würde ich sagen, eine, ja. Eine blaue Farbe. Jo. Sehr schön, diese Farbe. Und es kommt jetzt mal hier außen drauf und in die Lidfalte. Die sind wunderbar pigmentiert, oh je. Für Rival Loves Me. Ich sage ja, darum mag ich Rival Loves Me. Ich liebe es sehr. So, ich drücke die Farbe bloß so rein. Nicht wegen Fallout, ne? Also wegen Fallout, also dass es kein Fallout gibt, drücke ich die bloß so rein. Ne? Ja, dann gefällt mir schon mal sehr gut. Obwohl ich blau nicht so meine Farbe, aber so die dunklen Smoky Augendinger gefallen mir, ja. Ja, so, dann würde ich sagen, mache ich mal einen Pinsel, denn wo ich gerade die graue Farbe aufgetragen habe,
dieses Hellgrau, damit verblende ich das schön, ne? So. Wir wollen ja einen weichen, fließenden Übergang haben, ne? Ja. Jo. Dann nehme ich einen kleineren Pinsel. Ja, und dann nehme ich eine glänzende Farbe, und zwar die da, nehme ich jetzt, ich weiß noch nicht. Oh ja. Ohoho. Hübsch, das kommt so in die Mitte rein. Yay. Ja. Oh ja. Mega. Und immer schön drücken, nicht so sehr reiben und ziehen, immer schön drücken, ne? Ja. Und jetzt auch mit dem Pinsel, mit dem Finger auftragen können, aber nee, ich wollte jetzt mal, wie sich die verhalten mit dem Pinsel. Das ist immer, wenn ich ja Palette noch nicht kenne, mache ich immer erst mit dem Pinsel und will wissen, wie sich das verhält. Oh ja, die sind sehr, sehr schön. So, dann brauche ich mal diesen Pinsel und nehme mir da unten Lightning, dieses Silbergrau hier. Ja. Glänzend und auch, ja, dunkel. Jo, finde ich mega. Und das ziehen wir ein bisschen da rein. Ja, sehr, sehr schön. Oh, gefällt mir. So, jetzt mache ich am unteren Wimpernkranz, mache ich mal die dunkelste, die schwarze hier, bisschen. Und hier verbinden auch, ne? Damit es auch schön smoky wird, ne? Seht ihr was? Ja, ne? Ja. Dann kann man nämlich das mit dem Eyeliner oder ausgleichen, wenn man da gepatzt hat, ne? So, ja, deswegen eigentlich duster bin ich zwar, bin ich ja nicht gewöhnt, aber ja, jetzt machen wir mal noch ein
im Augeninnenwinkel, das ist so ein weiß glänzendes. Gut, das könnt ihr auch machen. Nee, wenn wir schon dunkel haben, machen wir hier weiß glänzend. Jo. Die verhalten sich super, die Farben. Kann ich gar nichts sagen. Wow. Ja, das ist natürlich schon. Ja. Und ich nehme doch die Farbe Gutes mit dem Finger auf und setze mir die hier in die Mitte. Ja. Oh ja. Bisschen abschwächen. Bin das gar nicht gewöhnt. So. Ja. Und so lasse ich das, würde ich sagen. So, da habe ich dann noch. Brauche ich einen sauberen Pinsel hier. Und da habe ich noch ein Weiß. Ohne Glanz, ohne alles. Und da gehe ich dann da oben drüber. So. Ja. So. Ja. Ich habe mein Smoky Eye Look. Ja, da kann man mehr Dinge. Ich habe zwar drin blau jetzt machen wollen. So, und dann tusche ich jetzt mal schnell die Wimpern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Wimperntusche ist drauf und ja, das ist das Augen-Make-up. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich muss mich halt immer dran gewöhnen mit Smoky. Ich meine, früher habe ich viel Smoky Eye, aber ja. Irgendwie finde ich die Palette super. Ja, und da jetzt sehr viel auf den Augen los ist, wenn wir die Lippen ein bisschen zurückhaltender machen mit von M.A.S.A. Ne? Ja, Magic Finish Satin Lipstick, das ist diese Farbe. Ne? Das ist ein bisschen Nude, natürlich, ich habe die noch nicht verwendet. Ah ja, die ist gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich dachte, die ist zu hell, das ist, dass ich da tot mit ausschaue oder meine Lippen. Aber nein, ist ein schönes Nude, ja. Super, gefällt mir. Ja, das ist mein Look, mein Smoky Eye Look mit der von Revai Loves Me Smoky Shadows Eye Shadow Palette. Ne? Ihr seht also, die verhalten sich gut, die Farben und ja. Vielleicht liegt es am Primer, ich weiß es nicht. Ich bin das schon gewöhnt und ich habe zwei andere Paletten von Revai Loves Me. Bin ich auch begeistert, mag ich das Into the Jungle und das andere ist Out of Space Story oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Ja, das wäre mein fertiger Look und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, mir mal wieder rauskommen aus meiner Komfortzone und ein bisschen, ja, jetzt habe ich mir doch extra hergerichtet.
Diesmal habe ich nichts vergessen. So. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte euch vielleicht ein paar Anregungen geben, ein paar Tipps oder, ne? Ja, also versuche ja immer auch Tipps und so mit einzubauen. Ne? Okay, meine Lieben, dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.